Es war einmal ein großes Entchen und das war so eifrig, dass es bei allen als das eifrige Entchen Emil bekannt war. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Nanu, was war denn das? Emil begriff gar nicht, was passierte und drehte sich auf die andere Seite, um noch weiter zu schlummern. Doch es war schon zu spät, denn in dem Moment öffnete sich die Tür und der Gesang wurde immer lauter. Müde drehte er sich um und vor ihm standen plötzlich seine Eltern und seine Geschwister Erika, Eduard, Elli und Efi vor seinem Bett. Mit dabei eine riesige Geburtstagstorte voller hell leuchtender Kerzen. Emil traute seinen Augen kaum und war voller Freude. Endlich 18! Emil stieg eifrig aus dem Bett und umarmte seine Familie. Er hatte so lange auf diesen Tag gewartet und jetzt war es endlich soweit. Doch Emil hatte gar keine Zeit, weiter in Gedanken zu schwelgen. Aufgeregt scheuchte ihn seine Mutter nach unten, wo ihn ein sorgfältig gedeckter Tisch und der Duft des frisch zubereiteten Frühstücks erwartete. Zufrieden ließ er sich auf den Stuhl plumpsen und nahm einen großen Schluck aus der dampfenden Tasse Kaffee. Gemeinsam ließ sich die Familie das Frühstück schmecken und tauschte sich über Gott und die Welt sowie den Tag, den Emil erwartete, aus. Als auch der letzte Bissen des Essens aufgegessen war, überreichte Emils Vater seinem Sohn plötzlich ein in buntes Papier eingewickeltes Geschenk. Es könnte sich um ein Buch handeln, dachte Emil bei sich. Neugierig packte er das Päckchen aus. Andächtig strich er über den rauen Einband und schlug die erste Seite auf. Fotos voller Erinnerungen schlugen ihm entgegen. Von Weihnachten über Valentinstag bis hin zu Ostern oder dem Muttertag. Von der Nostalgie überschüttet, wischte Emil sich gerührt eine Träne aus dem Gesicht, die seine Wange hinuntergerollt war. Welch ein wundervolles Geschenk ihm seine Familie da gemacht hatte, dachte er bei sich. Gerührt bedankte das Entchen sich bei seinen Eltern und warf einen letzten Blick in das Fotobuch. Schmunzelnd betrachtete er ein kleines Foto, auf dem er mit geröteten Wangen und verlegenem Blick die kleine Spinne Dennis in die Arme schloss. Morgen schon würde es losgehen. Eine Reise um die Welt mit seinem Freund. Das würde wundervoll und unvergesslich werden. Verliebt freute er sich auf seine Geburtstagsfeier am Abend, auf der er Dennis wiedersehen würde. Oh nein, die Geburtstagsfeier! Siedend heiß fiel Emil ein, dass er noch für die Feier einkaufen gehen musste. Seine Mutter klärte sich dazu bereit, mit ihm den Einkauf zu erledigen. Deshalb setzten die beiden sich kurze Zeit später ins Auto und fuhren zu lauter Musik singend zum nächstgelegenen Supermarkt. Dort angekommen wanderten Snacks sowie Getränke und Luftschlangen in den Einkaufswagen. Nach ein paar Stunden ließen sich Mutter und Sohn auf den weichen Sitzen des Autos nieder und bissen zufrieden in das Gebäck, das sie sich auf dem Weg nach draußen gekauft hatten. Nach einem Moment voller genießerischem Schmatzen sagte Emils Mutter ihm, wie stolz sie auf ihn war. Ihre Worte rührten Emil und er ließ zum ersten Mal seine Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft zu. Er fürchtete sich vor der Reise, dem Ablösen vom Elternhaus, dem Erwachsenwerden. Seine Mutter hörte ihm aufmerksam zu und schloss ihm, nachdem er ihr sein Herz ausgeschüttet hatte, fest in die Arme. Ihre ermutigenden Worte taten dem nun 18-jährigen Emil unglaublich gut. Dennoch waren die Sorgen und Ängste noch immer präsent. Wie würde es weitergehen? Würden Dennis und er ganz allein in der großen, weiten Welt zurechtkommen? Bisher hatten ihm seine Eltern immer geholfen. Nie war er bisher auf sich alleine gestellt. Dennoch fasste Emil einen Entschluss. Er hatte nun genug in Erinnerung und Selbstmitleid geschwelgt. Er war nun 18 Jahre alt und somit alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Außerdem war ja auch noch Dennis mit dabei. Bei dem Gedanken an seinen achtbeinigen Freund spürte er ein verliebtes, wenn auch nervöses Kribbeln im Bauch, das sogar stärker wurde, als er Dennis am Abend auf seiner Geburtstagsfeier begrüßte. Für die Feier hatte Emil mit der Hilfe seiner Familie eine Scheune sorgfältig mit Lichterketten, Ballons und Luftschlangen geschmückt. Nun feierten die Freunde ausgelassen, tanzten, sangen und ließen sich die Snacks schmecken. Öfters musste Emil die Frage beantworten, ob er sich, nun da er 18 Jahre alt geworden war, anders fühlen würde als sonst. Das Entchen zuckte nur mit den Schultern. Schließlich handelte es sich um eine Frage, die schwierig zu beantworten war. Sollte er sich plötzlich erwachsen fühlen? Musste er auf einmal eine viel größere Verantwortung übernehmen als sonst? Die Feier war, obwohl Emil hin und wieder daran erinnert wurde, wie sehr er sein altes Leben vermissen würde, ein voller Erfolg. Lange hatte er mit Dennis und seinen Freunden getanzt und gelacht. Nach einer kurzen Nacht hieß es Abschied nehmen. Am darauffolgenden Morgen trafen sich Emil und Dennis am Bahnhof, um ihre Reise anzutreten. Sie mussten jedoch keineswegs alleine auf ihren Zug warten, sondern wurden von ihren Familien empfangen.
Emil fand sich in einer festen Gruppenumarmung wieder und schloss die Augen, als wolle er die Liebe seiner Familie in sich aufsaugen, festhalten und nie vergessen. Nun begann ein neuer, bittersüßer Lebensabschnitt für ihn. Eine Zukunft, die noch ungewiss, jedoch spannend und chancenreich war. Ein leichtes Lächeln umspielte Emils Schnabel. Hinter der Furcht kam eine viel größere Neugierde und Zuversicht zum Vorschein. Es würde schon werden, und wenn nicht, hat er immer noch sich selbst und seine wundervolle Familie und tolle Freunde, die ihm den Rücken stärkten. Er schaute hinab zu Dennis, dessen fragender Blick bereits auf ihm lag. Bist du bereit? Und zum ersten Mal fühlte sich Emils entschiedenes "Ja, ich bin bereit" nicht wie eine Lüge an.